Kiss als Vorband, das ist doch mal ein Start. Wunderschönen guten Abend, ganz herzlich willkommen heute zur Brisanz-Sendung. Ja, eine Balkonszene wurde heute sehnsüchtig erwartet und dabei wurden keine Fußballer gefeiert, sondern das Fürstenpaar von Monaco, das mit ganzer Familie da auf den Balkon getreten ist. Dahin schauen wir später, die schönen Bilder haben wir dann bei uns in der Sendung. Erst einmal sind wir aber in der Nähe von Hannover, heute Mittag, genauer in Everloh. Szenen wie aus einem Krimi. Es fallen plötzlich Schüsse dort. Die Polizei rennt hektisch umher. Die Waffen im Anschlag. Erstaunlich war allerdings dann der Grund für diesen Großeinsatz. Wildschweine im Straßenverkehr. Immer häufiger kommen sich ja Mensch und Wildschwein ins Gehege. Und meist geht es zumindest für eine Seite nicht gut aus. Wer jetzt noch mal Wärme sucht und Sonne, der muss schon weiter weg. Und ein ganz interessantes Ziel für viele Luxusurlauber ist heute Dubai. Ein vielseitiges Land. Doch sollte man einige Feinheiten als Urlauber kennen und dann auch unbedingt beachten. Im ganz extremen Fall bekommt man sonst die volle Härte des Rechtssystems zu spüren. So erlebt es gerade eine Britin, der in Dubai sogar die Todesstrafe drohen könnte, weil sie ihre eigene Vergewaltigung zur Anzeige gebracht hat. Also Dubai-Reisen ja, aber mit dem nötigen Wissen im Hintergrund. Seit langem steht in Hessen eine Firma in der Kritik. Darüber berichten wir jetzt. Die Serviceleistung im Bereich Rohr- und Kanalreinigung anbietet und offenbar eine erstaunliche Geschäftsmethode hat. Wer nicht zahlt, dem wird nämlich gedroht. So beschreiben uns das zumindest die Betroffenen. Inzwischen liegen Anzeigen aus ganz Deutschland gegen diese Firma. Etwas, das viele gerade plagt, Erkältung. Und wenn der Hals erst wehtut, dann ist der Weg zur Schmerztablette oft schnell gemacht. Für frei verkäufliche Schmerzmittel geben die Deutschen im Jahr rund 1 Milliarde Euro aus. Also da wird durchaus gut verdient. Aber was viele unterschätzen, frei verkäuflich in der Apotheke, das heißt eben nicht, dass es ganz unschädlich ist. Das zeigen aktuelle Langzeitstudien jetzt sehr deutlich. Und auch die beiden Fälle, die wir in der Sendung haben. Also mal eine Kopfschmerztablette, ja, kein Problem, aber zu viel, zu oft, kann eine erstaunlich gefährliche Wirkung haben. Dann haben wir noch mal eine ganz andere Geschichte von einem Prinzen. Möglicherweise droht nämlich dem Kronprinzen von Thailand, das ist er, Steuerärger in Deutschland. Und das könnte für ihn dann richtig teuer werden. In Bayern, da besitzt der Kronprinz nämlich stattliche Immobilien. Auch sein Kind soll in Bayern zur Schule gehen. Und eine findige Kanzlei hat jetzt herausgefunden, dass der Kronprinz dann doch eigentlich auch in Deutschland Erbschaftssteuer zahlen müsste, nachdem sein Vater, der König von Thailand, ja gestorben ist. Und da könnte eine beachtliche Summe zusammenkommen. Interessant könnte in diesem Zusammenhang noch ein Türschild werden, das erklären wir jetzt mal. Also ganz interessant, wer da noch mal nachrechnen wird. Ideen für die Steuern gäbe es ja schon. Gestern, das war wenige Minuten nach unserer Sendung, da wurde in Schwaben auf einen Mann geschossen und die Täter sind noch immer auf der Flucht. Dazu jetzt mehr. Süßes Bild zum Schluss. Ja, brisant wäre nicht brisant ohne die Prominenz. Balkonszenen haben ja mindestens seit Romeo und Julia eine besondere Bedeutung. Da werden Weltmeister gefeiert und Könige geehrt. Und heute, am Nationalfeiertag, wartete Monaco ganz gespannt auf die berühmteste Familie des Fürstentums mit der Frage, kommen sie denn alle, sind sie gemeinsam da, sind die Kinder dabei? Denn das ist ja immer ein Zeichen, alles ist gut bei uns und die Wartenden wurden nicht enttäuscht. Also die Kinderschar wächst im Fürstentum. Für manche klingt das wie eine Drohung, was jetzt kommt. Und andere werden sich riesig freuen. Die Kelly Family plant wieder ein Comeback. Es ist wahr, die Kellys kommen zurück, obwohl sie das immer ausgeschlossen haben. Zumindest in Teilen. Und die Zöpfe von damals, die sind inzwischen auch weg. Auch der rote Turbus, den einige noch erinnern. Aber sonst, sie sind wieder da. Wir sind dabei. Die Bilder gibt es dann bei uns in der Sendung. Also wir freuen uns immer sehr, wenn zwischen Ihren Terminen auch noch Platz ist für Brisant. Iris Berben ist ja nun wirklich immer unterwegs, viel auf Reisen von Job zu Job. Und trotzdem hat sie sich jetzt Zeit genommen für ihr Herzensthema. Und sie hat uns davon erzählt, was sie neben dem Filmemachen gerade so umtreibt. Und das hat mit ihrer Sehnsucht nach Israel zu tun und einer Lesereise, die sie gerade macht. Dann haben wir einen Kuss heute in der Sendung, in den gerade ganz viel gedeutet wird. Sie können ja mal ein bisschen mitdeuten. Es geht auf Weihnachten so verrückt. Wir haben noch ein musikalisches Highlight. Udo Lindenberg hat ja gezeigt, heute lassen es die Ü60-Musiker krachen und räumen die Preise ab. Diese Woche der Bambi und auch ein anderer deutscher Überflieger, der kommt jetzt zurück. Peter Schilling geht wieder auf Tour. Neue deutsche Welle damals, Major Tom, werden sich sicherlich viele noch erinnern. Jetzt ist er wieder da.
Und wir haben mit ihm gesprochen über Zuhause, wo kommt er her, erste Knutschereien und den Papa, den er nicht hatte. Und dafür sind wir sogar mit ihm zurück an seine alte Schule gegangen. So, und jetzt sind wir gespannt, wie das Wetter abgeht in den nächsten Tagen. Das folgt nämlich jetzt im Anschluss. Das ist ja auch immer spannend jetzt im Herbst. Und dann gibt's Fußball. Ja, heute die Bayern. Was wird mit dem Wunder Leipzig? Also auch da noch viel drin heute. Und wir sind dann Montag zurück und dann begleitet sie Camilla durch die Woche. Alles Liebe von mir. Tschüss.